Möglicherweise glauben Sie, dass Ihr Fernseher, Computer oder das Handy, auf dem Sie dieses Video gerade ansehen, Millionen von Farben produzieren können. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Ihr Gerät produziert nur 3 Farben: Rot, Grün und Blau. Ihr Bildschirm wurde entwickelt, um Ihr Gehirn zu manipulieren. Durch das Mischen dieser 3 Grundfarben entsteht in Ihrem Kopf eine neue Farbe. Der Bildschirm ist für Menschen gemacht. Mit anderen Worten, Ihr Hund findet Ihren Fernseher schrecklich, weil Hunde nur 2 Farben erkennen können, während Menschen 3 Farben erkennen können. Tauben hingegen können 5 Farben erkennen und eine davon ist ultraviolett. Es ist möglich, im menschlichen Gehirn eine neue Farbe zu erschaffen und genauso kann man auch neue Dinge erschaffen, ohne sie tatsächlich in der physischen Welt zu realisieren. Durch gezielte Interventionen kann man etwas Negatives positiv darstellen oder umgekehrt. Obwohl dies von manchen als psychologischer Trick betrachtet wird, ist es tatsächlich wissenschaftlich fundiert. Rory Sutherland, der Autor des Buches Alchemie, nennt diesen Prozess Intervention. Intervention ist ähnlich wie Innovation, aber anstatt etwas Neues in der physischen Welt zu schaffen, schaffen sie es im Gehirn. In diesem Video werde ich 7 erstaunliche Erkenntnisse aus diesem Buch mit Ihnen teilen. Erkenntnis 1: Wahrnehmung ist Realität. Im Jahr 2009 hatte die Bahngesellschaft Eurostar Probleme damit, Kunden an Fluggesellschaften zu verlieren. Sie begannen zu überlegen, wie sie die Reise von London nach Paris attraktiver gestalten könnten. Die Lösung, die den Ingenieuren einfiel, war jedoch keineswegs einfach. Sie investierten über 8 Milliarden Dollar und bauten komplett neue Zugstrecken, um die Gesamtreisezeit um 40 Minuten zu verkürzen. Von 3 Stunden und 20 Minuten auf 2 Stunden und 40 Minuten. Eine psychologische Lösung für das Problem der Reisezeit von Eurostar wäre, nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Zeit zu berücksichtigen. Statt Milliarden von Dollar in neue Zugstrecken zu investieren, hätten sie die Reise angenehmer gestalten können. Zum Beispiel hätten sie für einen Bruchteil des Geldes WLAN in den Zügen einrichten können, was erst 10 Jahre später geschah. Oder sie hätten für nur 1 Milliarde Dollar die schönsten männlichen und weiblichen Supermodels der Welt engagieren können und dafür bezahlen können, dass sie während der Fahrt kostenlosen Champagner servieren. Das mag lächerlich klingen, aber es wäre eine viel kostengünstigere Lösung gewesen und die Leute hätten sich vielleicht sogar gewünscht, dass der Zug langsamer fährt. Wir nehmen die Zeit auf unterschiedliche Weise wahr, je nachdem, was wir in dieser Zeit tun. Manchmal fühlt sich eine kurze Zeit wie eine Ewigkeit an und manchmal vergeht eine lange Zeit wie im Flug. Unternehmen und Arbeitsplätze können dieses Wissen nutzen, um ihre Kunden oder Mitarbeiter zufriedener zu machen. Zum Beispiel könnte das Wartezimmer so gestaltet werden, dass Kunden etwas tun können, was ihnen Spaß macht, um das Warten zu vergessen. Ein weiterer Aspekt im Umgang mit Zeit ist die Ungewissheit des Wartens, die wir alle hassen. Das Verkürzen der Wartezeit ist nicht immer möglich, aber man kann die Ungewissheit verringern. Ein Beispiel ist Uber im Vergleich zu Taxis. Obwohl das Auto nicht unbedingt schneller bei Ihnen ankommt, gibt Ihnen die App die Möglichkeit, die Position des Fahrers und die geschätzte Ankunftszeit zu sehen. Dadurch fühlen Sie sich sicherer und haben das Gefühl, die Kontrolle zu behalten, was das Warten erträglicher macht. Wir warten lieber länger, wenn wir wissen, wie lange es dauern wird, als in Unsicherheit zu sein. Daher kann eine Verringerung der Ungewissheit ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Produkten und Dienstleistungen sein. Wenn man Probleme psychologisch angeht, kann man oft kreativere und kostengünstigere Lösungen finden. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Ferrari, das seinen Kunden die Möglichkeit gibt, ihren neuen Sportwagen kostenlos zum örtlichen Autohaus liefern zu lassen. Doch es gibt auch eine alternative Option namens Werksbesichtigung, bei der Sie 500 Pfund bezahlen müssen, um die Fabrik zu besichtigen und anschließend Ihren brandneuen Ferrari mit nach Hause nehmen dürfen. Obwohl die Realität unverändert bleibt, hat die Bezeichnung Werksbesichtigung eine emotionale Komponente, bei der Kunden bereit sind, extra zu bezahlen. In ähnlicher Weise können auch andere Produkte oder Dienstleistungen durch die Betonung bestimmter Eigenschaften oder Erfahrungen attraktiver gemacht werden. Ein weiteres Beispiel aus der Autoindustrie. Rolls-Royce hat seine Autos billiger gemacht, indem es den Kontext, in dem sie ausgestellt wurden, geändert hat. Früher wurden sie wie üblich auf Automessen ausgestellt, aber dort sahen sie im Vergleich zu den anderen Autos absurd teuer aus.
Also haben sie einen sehr klugen Schachzug entwickelt. Sie stellten die Autos nicht mehr auf Autoausstellungen aus, sondern auf Yacht- und Flugzeugausstellungen. Wenn man sich den ganzen Nachmittag Flugzeuge und Boote angeschaut hat, sieht ein 250.000-Dollar Auto im Vergleich dazu ziemlich billig aus. Ein weiteres Beispiel zeigt, dass viele Unternehmen scheitern, nicht weil ihre Produkte schlecht sind, sondern weil sie nicht wissen, wie sie sie verkaufen sollen. Die Royal Mail in England ist ein gutes Beispiel dafür. Ihr Service ist eigentlich sehr gut, da 97% der erstklassigen Briefe und Postsendungen im Vereinigten Königreich über Nacht zugestellt werden. Allerdings wollte man diesen Prozentsatz noch weiter verbessern, was das System mit enormen Kosten fast zum Zusammenbruch brachte. Interessanterweise lag die typische Antwort der Menschen, wenn sie gefragt wurden, wie viel Prozent der erstklassigen Post am nächsten Tag ankam, zwischen 40% und 80%. Jedoch niemand nannte 97%. Das beweist, dass das Problem mit der Wahrnehmung des Dienstes zusammenhing und nicht mit dem Dienst selbst. Wenn die Wahrnehmung viel schlechter ist als die Realität, warum versucht man dann, die Realität zu verbessern, anstatt die Wahrnehmung zu verbessern? Was die Royal Mail hätte tun sollen, war einfach: Werbung machen und die Leute wissen lassen, wie gut ihr Produkt ist. Deshalb ist es wichtig, sich nicht nur auf das Produkt zu konzentrieren, sondern auch auf das Marketing, damit die Menschen nicht nur ein großartiges Produkt bekommen, sondern auch daran glauben. Erkenntnis 2: Kleine Maßnahmen können eine große Wirkung haben. Wir gehen oft davon aus, dass komplexe Probleme komplexe Lösungen erfordern, aber manchmal kann ein kleiner, scheinbar trivialer Eingriff eine große Wirkung haben. Ein Beispiel: Anstatt viel Geld auszugeben, um Aufzüge schneller zu machen, können Sie Spiegel installieren. Spiegel lenken ab und verhindern Langeweile, sodass die Fahrt schneller erscheint, als sie tatsächlich ist. Ein anderes Beispiel: Nehmen wir an, Sie sind Arzt und Ihre Patienten haben die schreckliche Angewohnheit, eine Antibiotika-Behandlung abzubrechen, sobald Ihre Symptome abklingen. Die rationale Lösung ist, Ihnen zu erklären, wie gefährlich das ist, vielleicht mit einer kleinen Biologiestunde, in der erklärt wird, wie Bakterien stärker werden können. Man kann Ihnen Angst machen und echte Furcht vor einer schweren Erkrankung schüren. Oder man kann eine viel einfachere Lösung finden. Anstatt Ihnen 24 weiße Pillen zu geben, geben Sie Ihnen 18 weiße Pillen und 6 blaue Pillen. Sagen Sie Ihnen, Sie sollen zuerst die weißen Pillen nehmen und erst dann die blauen. Durch die Aufteilung in kleine Abschnitte werden Sie das Gefühl haben, dass es sich um einen Prozess handelt, der in 2 Phasen unterteilt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen das Ziel erreichen, ist viel größer, wenn es irgendwo in der Mitte einen Meilenstein gibt. Lassen Sie mich Ihnen ein persönliches Beispiel geben. Manchmal sehe ich, wie jemand eines meiner Videos klaut und es so veröffentlicht, wie es ist. Das Einzige, was Sie ändern, ist in der Regel ein Wort im Titel oder eine winzige Änderung im Vorschaubild. Und raten Sie mal, das Video läuft besser als meins. Ich war wütend und gleichzeitig fasziniert davon, weil ich nicht verstehen konnte, wie genau dasselbe Video auf Ihrem Kanal besser laufen kann, wo Sie nicht einmal 10 Abonnenten haben. Aber jetzt verstehe ich, dass es die kleinen Veränderungen sind, die den Unterschied ausmachen. Erkenntnis 3: Das Gegenteil einer guten Idee ist eine gute Idee. In der Wissenschaft gibt es richtige Antworten und falsche Antworten. Das Gegenteil einer richtigen Antwort ist eine falsche Antwort. 5 mal 2 ist gleich 10. Jede Antwort, die nicht 10 ist, ist falsch. Aber in der Psychologie und im Marketing gilt diese Regel nicht. Das Gegenteil einer guten Idee kann immer noch eine gute Idee sein. Wenn Sie zum Beispiel in ein Restaurant gehen, erwarten Sie eine höfliche und freundliche Behandlung. Das Gegenteil von höflichem Verhalten ist unhöfliches Verhalten. Und es gibt einige Restaurants, die Unhöflichkeit zum Bestandteil ihres Service gemacht haben. Wenn Sie eines dieser Restaurants besuchen, bringt die Kellnerin das Essen und wirft es Ihnen vor die Füße und sagt Ihnen unhöfliche Dinge ins Gesicht. Wenn man Unhöflichkeit zu einem Teil der Kultur macht und die Leute erwarten, schlecht behandelt zu werden, dann wird es zu einem lustigen Erlebnis und die Leute zahlen gerne dafür. Als Beispiel für eine erfolgreiche Marketingstrategie kann man Red Bull anführen. Im Gegensatz zu Coca-Cola hat Red Bull einen seltsamen Geschmack, wird in winzigen Dosen verkauft und kostet ein Vielfaches von Cola. Niemand würde glauben, dass ein solches Getränk erfolgreich sein könnte. Doch Red Bull ist ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht nur auf das Produkt ankommt, sondern auch auf die Art und Weise, wie es vermarktet wird.
Erkenntnis 4. Stellen Sie dumme Fragen, weil es sonst niemand tut. Manchmal liegt die Lösung eines Problems darin, eine Frage zu stellen, die wir für dumm halten würden. Die Art von Frage, auf die jeder glaubt, die Antwort zu kennen. Unkonventionelle oder sogar dumme Fragen zu stellen, kann zu bahnbrechenden Erkenntnissen und innovativen Lösungen führen. Nehmen wir ein ganz alltägliches Beispiel. Sie gehen mit Ihrem Kind zum Arzt. Warum gehen Sie mit Ihrem Kind zum Arzt, wenn es krank wird? Ich weiß, das klingt nach einer sehr dummen Frage, aber hören Sie mir zu. Ist es, weil es krank ist und Sie wollen, dass es gesund wird? Natürlich wollen Sie, dass es Ihrem Kind besser geht. Aber hinter diesem scheinbar rationalen Verhalten verbergen sich noch viele andere Beweggründe. Die meisten Menschen, die zum Arzt gehen, wollen keine Behandlung, sondern eine Beruhigung. Mehr als um eine Behandlung geht es ihnen darum, dass der Arzt ihnen sagt, dass es ihrem Kind gut gehen wird. Wenn sie Kinder haben, wissen sie, dass ihr Kind meistens Fieber hat, weil es erkältet ist oder sich im Kindergarten mit einem dummen Virus angesteckt hat und dass sein Körper das von selbst wieder in Ordnung bringt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie vom Kinderarzt hören wollen, dass es nichts Schlimmes ist. Die meisten Menschen gehen zum Arzt, auch wenn sie nicht krank sind, nur um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Der einzige Grund, warum jemand so etwas tut, ist die Beruhigung. Und der beste Beweis dafür ist, dass man niemanden sieht, der ohne Grund zum Zahnarzt geht, oder? Sie wissen, dass der Zahnarzt etwas tun wird, selbst wenn es nur eine Zahnreinigung ist. Die meisten Menschen wollen nicht dumm dastehen, deshalb stellen sie keine dummen Fragen. Aber sie können ihnen helfen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Es kann ein außerordentlicher Wettbewerbsvorteil sein, wenn Sie in Ihrem Unternehmen einen kleinen Raum schaffen, in dem Menschen Dinge ausprobieren können, die keinen Sinn ergeben. Der große Wert des Experimentierens außerhalb des Rationalen liegt darin, dass die meisten Ihrer Konkurrenten zu viel Angst davor haben werden, dies zu tun. Erkenntnis 5. Entwerfen Sie nicht für den Durchschnitt. Für den Durchschnittsmenschen zu entwerfen scheint eine sichere Sache zu sein. Aber es kann zum Scheitern führen. Das liegt daran, dass fast niemand wirklich durchschnittlich ist. Stellen Sie es sich so vor. Manche Erwachsene sind 2 Meter groß. Andere sind 1,30 Meter groß. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Person 1,65 Meter groß ist. Wenn Sie etwas, zum Beispiel eine Hose, für eine 1,65 Meter große Person entwerfen, wird sie ihr gut passen. Aber wird sie auch einer 2 Meter großen Person passen? Wird sie einer 1,30 Meter großen Person passen? Wahrscheinlich nicht. Und dabei haben wir noch nicht einmal das Durchschnittsgewicht in Betracht gezogen. Etwas für die durchschnittliche Person zu entwerfen ist, als würde man versuchen, eine Hose in Einheitsgröße zu entwerfen, die allen passt. Sie mag einigen Leuten gut passen, aber in Wirklichkeit wird sie nur sehr wenigen Menschen perfekt passen. So wie der Körper eines jeden Menschen einzigartig ist, so sind auch seine Vorlieben und Bedürfnisse einzigartig. Wenn Sie versuchen, etwas für die durchschnittliche Person zu entwerfen, besteht die Chance, dass Ihr Produkt zwar nicht absolut verhasst ist, aber auch nicht geliebt wird. Anstatt zu versuchen, etwas zu entwerfen, das allen gefällt, ist es besser, sich auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu konzentrieren, die besondere Bedürfnisse oder Vorlieben haben. Wenn es Ihnen gelingt, etwas zu entwickeln, das diese Menschen wirklich lieben, werden Sie all Ihren Freunden davon erzählen und dazu beitragen, dass Ihr Produkt ein Erfolg wird. Ein interessantes Beispiel dafür ist Harry Potter. Die Geschichte wurde für 11-jährige englische Jungen entwickelt, wurde aber so beliebt, dass sie auch auf andere Zielgruppen übergriff und heute von Menschen aller Altersgruppen und Länder geliebt wird. Erkenntnis 6. Die Menschen sehen die Welt nicht objektiv. Sie haben 2 Optionen zur Werbung für ein Auto. Option A beinhaltet eine Anzeige, die die Schönheit des Autos von außen und die Geräumigkeit des Innenraums betont, sowie den starken und schnellen Motor und die bequemen Sitze. Option B zeigt das Auto, wie es Seite an Seite mit einer Großkatze durch die afrikanische Savanne rast. Es hängt von ihrem Ziel ab. Wenn Sie das Auto als eine stilvolle, leistungsstarke Option präsentieren möchten, sollten Sie Option A wählen. Wenn Sie jedoch einen mutigen, abenteuerlichen Ansatz verfolgen möchten, der die Freiheit und den Nervenkitzel beim Fahren betont, könnte Option B eine bessere Wahl sein. Es ist wahrscheinlich, dass Option B erfolgreicher ist und der Grund dafür ist einfacher als gedacht. Sie beinhaltet ein Tier. Studien haben gezeigt, dass Werbung mit schönen oder flauschigen Tieren einfach besser abschneidet als Werbung ohne Tiere, unabhängig vom beworbenen Produkt.
Natürlich sollten beim Kauf eines Autos Aspekte wie Komfort, Leistung und Platz berücksichtigt werden. Es ist jedoch interessant zu bemerken, dass wir uns oft von emotionalen Faktoren leiten lassen, wie beispielsweise der Anwesenheit eines niedlichen Tieres in der Werbung, anstatt alle objektiven Merkmale des Produkts zu berücksichtigen. Der Grund für Ihre Entscheidung hat mit Ihrem Unterbewusstsein zu tun. Wir treffen Entscheidungen aus Gründen, von denen wir uns nicht bewusst sind. Wenn Sie jemanden fragen, warum er etwas tut, wird er Ihnen natürlich einen Grund nennen. Aber das bedeutet nicht, dass dies der eigentliche Grund ist. Ein berühmtes Zitat des Autokonzerngründers Henry Ford lautet: "Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd." Wir gehen davon aus, dass die Menschen die Welt objektiv wahrnehmen und dass die Menschen immer klar sehen und logisch denken. Aber das stimmt einfach nicht. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist. Wir sehen die Welt so, wie sie für uns ist. Subjektive Erfahrungen sind wertvoll und können bei der Entscheidungsfindung genauso wichtig sein wie objektive Daten. Wenn Sie ein Unternehmen besitzen oder eine Führungsposition haben, müssen Sie dies stets im Hinterkopf behalten. Auch wenn Sie sich nicht mit dem geschäftlichen Kontext befassen, lösen Sie immer wieder Probleme. Sie lösen Probleme mit Ihrem Partner, mit Ihren Mitarbeitern und mit Ihren Freunden. Und wenn Sie in psychologischen Begriffen denken, werden Sie sich daran erinnern, dass das, was Menschen sagen, nicht immer das ist, was sie meinen. Und dass es nicht immer dem entspricht, was sie fühlen oder was sie zu tun beabsichtigen. Erkenntnis 7. Es lohnt sich nicht, logisch zu denken, wenn alle anderen auch logisch denken. Militärische Strategie hat eine interessante Eigenschaft. Sie erscheint oft unlogisch. Wenn man jedoch die Schritte zurückverfolgt, die eine Armee während eines Angriffs unternimmt, wird man feststellen, dass es ein klares Ziel gab und Schritte unternommen wurden, um dorthin zu gelangen. Trotzdem gibt es auf dem Weg auch Umwege, um nicht berechenbar zu werden. Unternehmen, die vorhersehbar handeln, werden schnell obsolet. Sie müssen anders, kreativ und innovativ denken, um erfolgreich zu sein. Der Autor empfiehlt, nicht einfach die Konkurrenz zu kopieren, sondern herauszufinden, was sie falsch machen, um deren Schwächen auszunutzen und sich so von ihnen zu unterscheiden. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch schreiben wollen, suchen Sie nach ähnlichen Büchern und lesen Sie negative Bewertungen, um zu verstehen, was verbessert werden kann. Wenn Sie einen YouTube-Kanal eröffnen wollen, lesen Sie Kommentare und finden Sie heraus, was die Leute gerne sehen würden, aber niemand anbietet. Nach Ansicht des Autors werden viele der Lösungen der Zukunft wahrscheinlich aus der Psychologie kommen, nicht aus Logik und Rationalität. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Die meisten Probleme, die logische Lösungen erfordern, wurden bereits gefunden. Die verbleibenden Probleme sind höchstwahrscheinlich logikfest. Das heißt, sie können nicht mit Logik gelöst werden. Wenn es eine logische Lösung gäbe, hätten wir sie schon längst gefunden. Ich habe auch zwei weitere faszinierende psychologische Bücher kurz zusammengefasst. Beide Bücher stammen von Robert Cialdini. Das Buch auf der linken Seite enthält einige äußerst effektive psychologische Tricks, die beinahe illegal sein sollten. Auf der rechten Seite finden Sie meine Zusammenfassung des besten Buches aller Zeiten über menschliche Überredungskünste. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und danke fürs Zuschauen.